Ey, fast hätte ich sie da vergessen. Beim letzten Mal habe ich einen Ausschnitt von Kaiser News geklaut. Schaut mal in der Beschreibung vorbei, der Typ ist verlinkt. Lasst Grüße da, ich habe vergessen, ihn zu verlinken. War nicht cool, so habe ich jetzt nachgeholt. Also lasst einfach mal Liebe bei ihm da, der freut sich. Noch eine Sache vergessen. Ihr fragt mich ständig nach einem Katzenvideo oder Cat-Content. In der Beschreibung findet ihr einen Instagram-Link. Das ist der Account von Kokos und meinen Katzen, Ivy und Zelda. Und da werden täglich Sachen gepostet, also schaut da liebend gerne mal vorbei. Ich hoffe, das war's jetzt mit Sachen, die ich vergessen habe, ins Video zu packen. Ich hoffe es wirklich. Na, ich muss mich kurz entschuldigen. Das Payback hier sollte schon knapp vor 2 Wochen kommen und meine Aktivität lässt auf zu wünschen übrig. Ich habe leichte gesundheitliche Probleme, kopftechnisch. Seht es mir nach, ihr werdet bald auf jeden Fall wieder mehr von mir hören. Ihr könnt gerne mal ein Like oder Dislike dalassen. Inaktivitätsauskonternder Algorithmuspflege nenne ich das. Meine Freunde von Just Legends und ich haben wieder etwas Neues für euch. Pünktlich zum Geburtstag von Just Legends gibt es die neue Sonderedition Performance Milkshake Geschmacksrichtung Cookie and Cream. Ist übrigens der Favorit der Community, der wurde von euch auf Social Media gewählt und ist damit auch die erste Com Edition. 5 Gramm Pulver in 300 Milliliter Milch und Feuer. Pro Portion 197 Milligramm Koffein, kennt man, und zusätzlich Cholin sowie Eisen. In einer Packung für 34,99 sind 50 Milchshakes enthalten. Natürlich auch wieder in Bundles erhältlich, mit Shaker ebenfalls für 34,99, also würde ich da zuschlagen. Oder als Double Pack 2 Milchshakes und einen Red and White oder Black Shaker. Ist mit Salted Caramel mein Favorit unter den Milchshakes. Apropos Favorit, der Brombeer-Booster-Geschmack ist auch zurück. Falls ihr auf sauer steht, würde ich da zuschlagen. Ist die Geschmacksrichtung von einem Venom-Booster, den es vor einiger Zeit gab. Übrigens sind auch noch meine 3 Bundles da. Mit einem persönlichen Shaker, Grußkarte, Autogramm, Sticker und. Könnt den Shaker wahlweise mit Milchshake oder normalen Booster oder im Triple-Booster-Pack holen. Jo, und damit weiter im Text. Aline Bachmann hat möglicherweise, so wie es auf mich wirkt, den Tod eines ihrer Opfer instrumentalisiert, um ein paar Good Girl Punkte einzuheimsen. Denkt mal drüber nach, dass man bei Aline schon von ihren Opfern reden kann, so oft wie sie Schindluder mit Kranken oder Beeinträchtigten getrieben hat. Sebi, ein körperlich beeinträchtigtes Mädchen, hatte vor einigen Jahren öffentlich um Hilfe gebeten. A.B. hatte davon Wind bekommen. Wer unseren kleinen Disput mit dieser Frau hier verfolgt, kann sich wahrscheinlich schon denken und ausmalen, was passierte. Ich werde das gleich alles nochmal in Ruhe aufdröseln, um Bezug darauf zu nehmen, was vor kurzem vorfiel, denn leider ist Sebi vor ein paar Wochen verstorben und obwohl es diesen miesen Zwischenfall mit Aline damals gab, ließ es sich Bachmann natürlich nicht nehmen, mit Sebis Namen soziale Selbstbeweihräucherung zu betreiben. So nach Motto, guck mal, ich bin's ein Empathiemensch, so huldigt mir. Falls ihr das mit Sebi noch auf dem Schirm habt, sind Timestamps vorhanden, damit ihr es skippen könnt, würde ich aber nicht empfehlen. Sebi litt an Atrogryposis Multiplex Congenita Typ 1 und 2. Betroffen waren Nervensystem, alle Organe und alle Knochen. Das ist ein Sammelbegriff für multiple angeborene Gelenkkontrakturen, die unterschiedlich stark zu Einschränkungen an den Extremitäten und der Wirbelsäule führen. Durch Typ 2 sind ebenfalls Organe und das Nervensystem betroffen. Zusätzlich hatte sie leider einen Borderline-Tumor, der 5 Kilogramm schwer war. Das ist quasi ein Tumor, der sich zwischen gutartig und Krebs befindet. Ebenfalls hatte sie Wassereinlagerungen im ganzen Körper, sogar in der Lunge, was die Gefahr eines Erstickungstodes barg. Lebenserwartungen hätten 2 Monate, aber auch 2 Jahre sein können, je nachdem, wie schnell die Einlagerungen die Lunge betreffen. Durch die Bettlägerigkeit kam auch noch ein Dekubitus dazu. Das waren halt so Sebis Leiden. Es tut mir halt unfassbar leid, was das Mädchen durchmachen musste und ich möchte an der Stelle nochmal mein Beileid aussprechen und der Familie, Eike und allen Hinterbliebenen ganz viel Kraft wünschen. Sebi fragte, wie erwähnt, vor einigen Jahren nach Hilfe. Unser heroisch hilfbereites Hachmannchen bat natürlich ihre Hilfe an und versprach, zusammen mit Sebi Videos zu machen und diese hochzuladen, damit Sebi halt Aufmerksamkeit bekommt. Der Kontakt zwischen den beiden ging einige Zeit später flöten, bis die beiden sich dann doch schließlich getroffen haben. Nach dem Treffen wurde es natürlich Zeit, dass die Maske fallen lässt und ihr wahres Gesicht zeigt. Sebi und ihr bester Freund Eike wurden wohl schon davor gewarnt. Nichtsdestotrotz wollten die beiden sich gutgläubig selber überzeugen und sich ein eigenes Bild machen, was an für sich auch eine super Einstellung ist. Die Videos kamen halt nicht, obwohl Aline es Sebi versprochen hatte. Sebi und Eike ließen das allerdings auch nicht auf sich sitzen und gaben dazu ein Statement ab, indem sie mutmaßen, dass sich Aline absichtlich Menschen, die es schwer haben, rauspickt und Kooperationen anbietet, um sich selber damit zu beweihräuchern und gut darzustellen. Und natürlich, um damit Reichweite zu scheffeln. Also es geht darum, dass offensichtlich ist, dass dieser Mensch, ich nenne es jetzt mal Hilfebedürftige, Menschen mit Unterstützungsbedarf oder Menschen mit Erkrankungen oder die anders sind, ne, hat eben mit diesen Menschen Kooperation oder Gemeinschaftsvideos gemacht, um eben die Aufmerksamkeit der Bevölkerung zu bekommen, um eben mehr
Reichweite zu gewinnen. Damit einfach die Reichweite zu gewinnen. Damit haben die beiden wohl mehr geforeshadowed als Ishiro Oda. Das war schon ziemlich scharfe Kritik, worauf Alina auch gekonnt und souverän mit "Ich bin nicht diejenige" reagierte. Es folgte das typische "Ich bin hier eigentlich das Opfergewäsch", das man nicht anders von ihr kennt. Also wirklich, man kennt es halt nicht anders. Ich sehe das zumindest so. Ne? Vielleicht täuscht sich meine subjektive, bescheidene Wahrnehmung da auch ein wenig. Es könnte ja mal passieren. Aline echauffierte sich darüber, wie illoyal Sebi doch wäre. Ja, aber warum? Weil sie zu Recht anprangert, dass Versprechungen nicht richtig eingehalten wurden? Ist es also illoyal, sich selbst betreffende Missstände anzuprangern? Verquere Logik, aber sei es drum. Der Beef zwischen den Parteien war aber noch lange nicht vorbei. Geschweige denn, war der Höhepunkt erreicht. Zuerst verlangte Aline von Sebi, alles mit ihr zu löschen. Sprich, die geposteten Bilder. Und das sollte doch bitte am selben Tag bis 20 Uhr passieren. Ansonsten werden Anwälte eingeschalten und Instagram würde kontaktiert werden. Dieses Anwaltssäbelgerassel und Instagram kontaktieren, das habe ich auch schon mal irgendwo gehört. Das kommt mir bekannt vor. Komisch, oder? Dann hat sie mir gesagt, dass ich bitte alle Bilder löschen soll, dass ich bis 20 Uhr Zeit habe, dass sonst Anwälte eingeschaltet werden und. Also wirklich unterste Schublade, das habe ich sonst noch nie erlebt. Angeblich hat Aline Sebi sogar mit ihren Fans gedroht, aber dafür habe ich keine Beweise, möchte ich hier auch nicht als Tatsache darstellen. Was da jetzt noch so ein bisschen fehlt, ist Leaken. Es gab doch bis jetzt noch gar kein Leaking oder Doxing. Ließ natürlich auch nicht lange auf sich warten. Ein paar Tage später im Stream vor 600 Zuschauern passierte Folgendes. Natürlich sind ihr irgendwann die Argumente ausgegangen und dann hat sie vor 600 Menschen erzählt, dass Eike eine Beeinträchtigung hat, wovon keiner was wusste. Bewusst, um ihn bloßzustellen. Erstmal Krankheit liegen, die geheim bleiben sollte, um jemanden vorzuführen. Was für ein verdammter Ehrenmann-Move. Und dann ging es die nächsten 3 Tage weiter, dass immer wieder sie online war, namentlich über mich, über Eike, über Jenna und auch über die Familie gesprochen hat und einfach Lügen erzählt hat. Merkt euch übrigens, dass Aline da laut Angaben von Sebi die Familie mit reingezogen hat. Das wird später noch interessant. Die nächste Karte, die aus dem Ärmelchen geschüttelt wurde, wer auf Psychoterror getippt hat, lag goldrichtig wie schlaues Saiyajin. Ja, vielleicht sollte ich doch die Löschung einleiten. Dann war ein Tag Ruhe und dann ging es mitten in der Nacht wieder los. Und es gibt wirklich unzählige Videos von verschiedenen Tagen, wo sie bewusst über mich, über Eike oder namentlich spricht. Dann hat sie gestern ein Statement gepostet mit einem Foto von uns, wo wir abgebildet haben, was wir gemacht haben. Also das Bildrecht ist bei uns. Sag mal, Aline, hast du nicht vorher Theater wegen Bildrechten von dir gemacht und genau deswegen mit Anwälten gedroht? Warum machst du es denn dann selber? Gelten solche Rechte nicht für das höchste Wesen? Die heilige, barmherzige Aline Bachmann, ist sie davon nicht betroffen? Wollen wir uns besagtes Statement mal kurz anschauen? Mein offizielles Statement zu Eike und Sebi. Ich habe es satt, von irgendwelchen Freunden ausgenutzt zu werden. Oh. Aline, bitte halt dein Maul. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ich bin für viele Menschen nur eine Person, die Reichweite hat. Du bist für viele Menschen vor allem eine ganz, ganz böse... Naja, viele sehen dich halt als Person an, die nicht so nett ist. Ich kann ehrlich gesagt auch gut verstehen, wie Leute auf den Trichter gekommen sind. Sebi war so ein Mensch. 12 Stunden Flixbusfahrt haben wir auf uns genommen. Ja, mach doch die Tür zu. Meine Güte, willst du einen Orden dafür? Willst du einen verdammten Orden dafür, dass du deinen Hintern in den Flixbus buxiert hast? Man muss ja immer beide Seiten des Ordens anschauen, nicht wahr? Diese Horrorfahrt, die Geschenke, die wir mitgebracht haben und dass ich dann noch Eike und Sebi zum Abendessen eingeladen habe. Alter, du bist Influencerin. Stinkreich sogar, wie du verlauten hast lassen. Du hättest es wahrscheinlich sogar von den Steuern abgesetzt. Wie kann man sich denn so aufspielen wegen eines Abendessens? Der Besuch war sehr stressig und es drehte sich alles nur um irgendwelche Klicks und wie man Reichweite aufbauen kann. Aline, genau deswegen hast du dich mit Sebi getroffen. Du wolltest ihr helfen, Aufmerksamkeit und Reichweite aufzubauen. Das war der Punkt. Hast du das vergessen? Dachtest du, der Besuch war nur dafür da, um dir selber auf die Schulter patschen zu können? Ja, wahrscheinlich sogar wirklich. Nach meinem Besuch hat sie sich mehrmals hinter meinem Rücken darüber ausgelassen, dass ich es nicht gebacken kriegen würde, die Videos zu bearbeiten und hochzuladen. Naja, zu Recht, das hast du ja anscheinend wirklich nicht gebacken bekommen. Aber das Ganze passierte öffentlich. Ich weiß nicht, ob ich das hinter deinem Rücken nennen würde. So, du hast es doch nicht eingehalten. Die Kritik ist doch berechtigt. Das restliche Statement könnt ihr euch selber durchlesen, pausiert einfach kurz. Nach diesem Statement ging Aline laut Sebi dann wieder auf die Familie los. Hört aber einfach mal selber. Und dann geht sie
erst auf mich los, dann geht sie auf Eike los und dann geht sie auf die Familie los. Immer Menschen, die offensichtlich schwächer sind als sie. Das war's soweit mit dem Vorfall von damals. Sebi ist dann leider, wie gesagt, vor kurzem gestorben und damit kommen wir zum Dreh- und Angelpunkt dieses Paybacks, der vermeintlichen Instrumentalisierung des Todes, um sich gut darzustellen. So eine Heuchelei habe ich wirklich, ich glaube, noch gar nicht gesehen. Das ist selbst für sie eine Nummer drüber. Wir wissen alle, was damals passiert ist und dann sehen wir diese Story von Aline. Sebi-Herzchen, ich bedanke mich für alles, was du mir auf dem Weg mitgegeben hast. Aline, du hast gegen sie gehetzt und sie öffentlich versucht fertig zu machen. Du hast ihr mit Anwälten gedroht und Psychoterror geschoben. Was soll sie dir mit auf den Weg gegeben haben? Du hast im Statement nicht ein positives Wort über sie verloren. Ich bete zu Gott, dass alles gut wird. Du bist einer der wenigen Menschen, der von Grund auf ein gutes Herz hat. Vorher hast du sie noch als Mensch betitelt, der nur Reichweite in dir gesehen hat. Versteht ihr jetzt, was ich damit meine, dass das selbst für sie heftig geheuchelt ist? Zuerst auf Krampf versuchen sie böse darzustellen, jetzt ist sie leider von uns gegangen und da ist auf einmal alles rosig und ach, sie war so toll? Ist das dein Ernst? All das, was in der Vergangenheit war, ist mir egal. Das ist eine Schuldzuweisung, damit drückst du aus, dass Sebi die böse und schuldige in eurem Streit war, weil dir ist es egal. Selbst nach ihrem Tod in einer Mitleidsbekundung kannst du es nicht lassen, ihr die Schuld zuzuschieben. Du bist nicht in der Position, dass dir was egal sein darf, weil du diejenige warst, die böse Sachen gemacht hat. Sie war dein Opfer, Aline. So, du kannst nicht jemandem was antun und dann sagen, ja, ist mir egal, was passiert ist. Das funktioniert nicht. Das Video hätte es nicht gegeben, wenn du stattdessen sowas geschrieben hättest wie, es tut mir unglaublich leid, was ich damals gemacht habe, verzeiht mir bitte, ich wünsche euch viel Kraft. Sowas in die Richtung wäre halt legitim gewesen, hätte immer noch einen komischen Beigeschmack, aber es wäre okay gewesen. Ich wünsche dir und deiner Familie viel Kraft und auch Eike, dein Seelenmensch. Bitte betet alle für sie. Schickt ihr Liebe und Kraft. Du wünschst der Familie Kraft, über die du in Streams hergezogen bist, die du damit reingezogen hast, obwohl sie nichts damit zu tun hatte. Und du wünschst Eike viel Kraft, von dem du damals private Details vor 600 Leuten geleakt hast. Ich bin wirklich angewidert von dir. Es wäre mir auch egal, wenn sich da alles geklärt hätte zwischen dir und der Familie. Das ist einfach nur öffentlichkeitshungriges, widerliches Geheuchel in meinen Augen. Und das auf den Nacken eines Todes. In der nächsten Story schrieb sie, warum ist Gott manchmal so ungerecht? RIP. Jetzt kommt aber noch der Knaller, der mal wieder zeigt, wie pietätlos diese Dame ist. Nächste Story. Diese Harre. Herz. Harre. Ivy. Ja, das wird selbst dir zu viel, ne? Ivy. Ey. Du scheinst das Ganze ja total ernst gemeint zu haben, wenn die nächsten Story-Beiträge irgendwelche Beauty-Shoots, falls man das so nennen mag, von dir und deiner tollen neuen Perücke sind. Das Ganze ist, glaube ich, sogar an dem Tag passiert, wo mein Payback kam, in dem ich die GoFundMe-Sache kritisiert hatte, dass sie da nicht aus den Puschen gekommen ist und das geregelt hat. Wisst ihr, was sie da noch gemacht hatte? Eine andere GoFundMe-Kampagne geteilt. Für Sebi. Hat sie dann aber selber gemerkt und die Story schnell gelöscht, aber dieses Mal hat sie auch nur eine geteilt halt, ne? Festplatte hat aber aufgepasst. Ich habe übrigens überlegt, ein Video zu machen, in dem ich A.B. mal mit R.W. vergleiche, weil da wirklich erstaunlich viele Parallelen vorhanden sind. Falls ihr da Bock drauf hättet, könntet ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Wir hören uns dann beim nächsten Video. Kommt, wann es kommt und tschüss.